Hallo Leute, hier ist Scrub, nicht herzlich also willkommen zu Stay Close mit dem... Warte mal. Nö. Hallo Leute, hier ist Scrub, nicht herzlich also willkommen zu Stay Close mit dem... See. Ich habe mir gerade die Schulter ausgerenkt beim Intro, das war sehr angenehm. Auf jeden Fall, das ist irgendein Koop-Horror-Game, worüber wir beiden noch nicht so viel wissen, deswegen wir uns hier zusammen gruseln und erschrecken und überraschen lassen. Und du bist hübsch, du bist richtig hübsch, wollte ich nur mal sagen. Ja, das kann ich gerne zurückgeben. Du guckst ein bisschen zugedröhnt, aber ich nehme dich auch so mit. Oh, du nimmst mich auch so. Mein kleines Füchschen. Geil. Ja, unsere Geschwister liegen hier rum und schlafen eine Runde und wir gucken jetzt mal, was das Spiel hier so zu bieten hat. Und in der Box ist unsere Mutter, habe ich gehört. Können wir ein bisschen gucken. Oh ja, ja. Ja. Unser Hund. Oh Gott, das ist der größte Hund aller Zeiten. Das ist ein Zettel. Der Kopf unseres Hundes. Ja, den habe ich gerade schon. Kann ich den nehmen? Hope you're safe here. My plaything. Ah, okay. Ach, du kannst den auch lesen. Ja. Yeah. Ne? Du liest vor. Okay. Ich hoffe, dass du hier sicher bist, mein Spielzeug. du hast Glück, dass ich dich zuerst gefunden habe. Die Leute hier vergeben nicht. Was sage ich? Willkommen in unserer Stadt. Ja, ich fühle mich sehr willkommen. Ja, das ist sehr schön. Ich freue mich so drauf, dich zu treffen. Los, finde mich. Ich bin mir sicher, du hast Fragen. Ach, nee, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gerne nach Hause. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen Spaß mit dir haben. Das macht viel mehr Spaß. Vorsicht vor den Nebel. Dein Cyrus. Oh, jemand, Cyrus klingt heißt. Sehr gruselig. Also ja, ja. Vertraue ich auf jeden Fall. Das klingt wie so ein 90er-Jahre-Actionfilm, wo der Endboss Cyrus heißt. Oh, du hast aber schon einen schmucken Gang, muss ich sagen. Du slidest jetzt zwar. Kann ich mich da oder unten bücken, dann siehst du mehr davon? Oh, ich sehe mich gerade selbst. Ich habe richtig schicke Schuhe an. Ich finde das schon gut. Ich finde super, dass wenn du nach unten guckst, siehst du dich selbst. Ja, ja, alles klar. Immerhin. Siehst du, wie deine eigenen Fäuste immer geballt sind? Du bist richtig aggressiv. Was hängt hier rum für ein Scheiß? Was ist das denn? Oh, okay. Das sieht cool aus. Okay, ich muss sagen, die Atmosphäre ist gar nicht so mies. Also die Umgebung sieht cool aus, die Sounds sind zwar Unity-Standard-Sounds, die man in jedem Spiel hat. Ja, ja, das ist ein bisschen, jo. Ein bisschen, okay. Diese Melodie wieder. Diese Melodie wieder? Melodie. Aha. Ja, wir haben jetzt hier unsere Schulterlämpchen geschnappt und schauen jetzt einfach mal. Ich habe gar keine Ahnung, worum es in dem Game geht. Keine Ahnung, wahrscheinlich rennen wir vor irgendwas weg, was uns töten will. Wie in jedem Core-Power-Game. Hast du eigentlich nach neuen Zetteln geguckt oder sind jetzt dafür rumgelaufen? Nee, es ist nicht weise, hier lang zu gehen. Okay, wir sollen uns vor dem Nebel in Acht nehmen. Also wollen wir da voll durchrennen, oder? It's not wise to go further. Ja, okay. Dann so oh Gott! Ich häng fest hier. Ah, jetzt geht's. Ja, ja, genau. Ich bin auch gerade extrem slow. Der fand das wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Ja, der ich sollte nicht lang gehen. Ich schaue es mir noch ein wenig an. So, noch mehr Leichensäcke? Nee. Nee, das ist einfach ein Stein, oder? Nee, das ist ein Müllsack. Irgendwo reingehen? Können wir in die Türen reingehen, sag mal? Ich glaube nicht. Nee, können wir nicht. Ich glaube nicht, nee. Okay. Das ist ein bisschen Silent Hill-Atmosphäre. Ja, ja, ich habe auch schon gerade gedacht. Aber es ist cool, dass man draußen ist. Das scheint so ein bisschen so semi-open-world zu sein hier gerade. Ich komme mich gerade so ein bisschen um. Ich Angst, oh, irgendwas das ist ein Dude. Ich habe Cyrus gefunden. Komm mal Cyrus! Her. Okay, du gehst vor. Ich habe ihn zuerst gesehen. Safe Zone. Other player needed. Ist das Cyrus? Bist du Cyrus? Der sieht extrem gesund aus. Cyrus, und wer bist du? Der ernährt sich bestimmt wirklich ausgewogen. Der guckt dich auch an. Ich rede mit ihm, der guckt trotzdem dich an. Ne, ich rede mit dem. Ich rede nicht mit Frauen. Guck weg. No. Cyrus so, fragt, wer bist du? Ja. Ich kann nicht auf weiter drücken. Ah doch, da. Jetzt geht's zweimal vorne. Geht's bei mir auch weiter. Geil. Das ist ein komischer Name. Seid ihr beide verloren? Ja. Nö, wir laufen gern mal nachts hier rum. Ich glaube, wir dürfen nicht beide auf Next drücken, weil das funktioniert für beide Spiele. Which is it? Ja, was ist es? Ja, keine Ahnung. Hat Rupti übersprungen. Scheiße. Egal, okay. Mach du weiter. Ich bin Jane und das ist mein Mann David. Oh, wir sind. Oh! Deswegen der Ring, Rupti, ja? I like it. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So lange ist es her. Wir können uns nicht daran erinnern, wie wir hergekommen sind. Wo sind wir? Wir sind zu Hause. Meinem Zuhause, deinem Zuhause, unserem Zuhause. Oh Gott, fuck off. Okay, das ist creepy. Wirklich, Cyrus? Really, Cyrus? Dude, ich kenne dich nicht. Echt jetzt? Nein, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Fuck you. deine Line. Das ist deine Show, okay. Das ist dein fucking YouTube-Kanal. Fuck you. wir sind hier niemals gewesen. Merkwürdig, in der Tat. Okay, mach weiter. Ja. Oder du kannst dich einfach daran nicht erinnern. Will der uns gerade sagen, dass wir dumm sind? Ihr seid einfach wirklich? Fucking stupid. Okay. Wo sind alle? Wir könnten doch vielleicht ein bisschen mehr Text pro Ding machen können, statt nur so einen Satz. Ja, ja, irgendwie ist es ein bisschen. Oh mein Warum Gott. Why sleeping, of course? Hä, was? Naja, sie schlafen halt alle. Shh,
Wie warum auch immer das ach ein bisschen. So, oh Gott. Gott. Okay. Was? Ja, genau, genau. In der Tat. Sag uns, wie wir rauskommen. Nervös? Mann, ey. Birds of a feather flock together and we'll pick some swine. Was? Weil es einfach irgendein Gedicht, was halt überhaupt keinen Kontext hiermit hat. Okay. Cool. Babe, let's go. Babe, let's go. Der Typ ist verrückt. Das ist super. Okay, komm, können wir jetzt einfach abhauen? Gar nicht dran. Ich kann ein Spiel mit mir. Was ist das für ein Spiel? Ein Koop-Horror-Game, oder? Ja. Ein Unity-Koop-Horror-Game. Rätsel und ich werde es dir sagen. Oh, nee, nicht Rätsel. Ja, Cyrus, bitte. Oh, what? Power enough to smash ships and crush the roof. Well, still must fear the sun. Hat Kraft genug, um Schiffe und Dächer zu zerstören und hat aber Angst vor der Sonne. Schnee? Was ist es, deine Mutter? Ich mach mal Snow. Hey, du bist fucking smart, Mann. Stimmt das? Nee, stimmt nicht. Okay, I'm out. Deins. Mist. Fuck. Keine Ahnung. Regen. Eis? Kannst du mal Eis machen? Wo? Das stimmt? Was? Echt? Krass! What? Ey, okay, aber gut, also ohne dich. Ich hab in die Richtung gedacht, immerhin. Hey, not bad. Hätte ich keine Ahnung gehabt. Was ist mit dem hier? In Dark Room. Ich werde in einen dunklen Raum getragen. Und angezündet. Dann heule ich und mein Kopf wird abgeschnitten. Was bin ich? Heul? Ein Streichholz. Matchstick, oh, oder? Oh! Matches vielleicht. Matches? Matchstick? Nee. Match? Auch nicht, ne? Langweilig! Streichholz! Klappt nicht. Mist! Hey, aber warte, das Match. Müsste eigentlich richtig. In the Dark Room I wept. Ich habe geheult. Warum? Ach so, warum heult das Streichholz? Mein Kopf, vom Streichholz oder der Kopf auch nicht abgeschnitten. Die sind dumm. Na, abgeschnitten nicht wirklich. Aber komm, das war gut. War schon eine gute Idee. War schon eine gute Idee. Es ist, glaube ich, wirklich irgendwas wie eine Kerze, irgendwas in der Richtung. Ah, Candle. Candle? Ja, aber da wird der Kopf auch nicht. Wir können es mal probieren. Doch! What? Wie ist doch kein Sinn! Cyrus, Seriously? Du bist verrückt. Ich meine, warum erwarten wir, dass die Rätsel irgendeinen Sinn ergeben? So, ja, du Schweine. Ja, ist richtig. Eine Erfindung? Hä? Nein, eine alte Glass? Erfindung? Die Nein. Brillen. Ja. Durch Wände sehen? Eine alte Erfindung, was Leuten glaubt ich. Mirror? Oh. Nein. Mann. Sehr gut. Fuck. Du, gib einfach wieder irgendwas ein. Sowieso richtig. Ich gebe mal Glasses ein. Ne? Das wäre lustig. Komisch. Würde ich mal Sinn ergeben. So, ja, stimmt. Cyrus, ja. Nein. Das ergibt ich glaube, das Sinn. Sagt er eh nach dem fünften Mal oder so. Ich schreib mal Auto. Mist. Schreib mal Streichholz rein. Das ist auf Deutsch. Streichholz. Auto. Einfach irgendwas. Okay. Nee, jetzt mal ernsthaft. Was kann es denn sein? Die ganzen Zuschauer schreiben jetzt, seid ihr behindert? Ich wusste das. Egal, was ja, war. Weil sie es bei YouTuber XY gesehen haben. Ja. Alter, der macht mich fertig mit seinem Rumgewackel. Was ist denn los mit ihm? Der muss aufs Klo oder so. Bitte beantwortet schneller, ich will hier weg. Warte, warum genau bleiben wir überhaupt hier? Wollten wir nicht einfach weiß gehen? Ich auch nicht, ich kriege jetzt hier einfach aufs Exit. Leck nicht, Cyrus. Können wir einfach gehen? Ja, wir können gehen. Fuck you. Kann ich da selber mit seinen Rätseln spielen. Spielmodul gespeichert, ich finde das super. So, hey, willst du unsere Rätsel? No, fuck off. Dann gehen wir einfach weg. Oh, Alter. Das sind fucking militärische Panzer, Fahrzeuge. Ich habe gerade das Gefühl, geil, dass wir einen riesen Fehler begangen haben, weil wir so ein fucking Rätsel nicht gemacht haben und jetzt einfach voll getriggert ist. Ja, der kommt jetzt hinter uns her in seinem Geisterkost, in seinem Bettlaken oder so, wo so zwei Löcher reingeschnitten und läuft immer gegen irgendwelche Wände. Geisterkostüm war die Antwort. Da kann man durch Wände mitsehen. Ah, damn. Auf Deutsch auch. Geisterkostüm. Kostüm. What is the answer? Geisterkostüm. Yeah. Also, wie weit geht denn das hier? Was ist das für eine fucking Stadt? Ich habe das Gefühl, wir sollten hier gar nicht sein. Vielleicht sollten wir erstmal das Rätsel machen. Ach was. Oh, Leichen. Hi. Na, Jungs? Okay, hier ist echt dunkel, ne? Also wirklich, ja, wirklich krass. Dunkel. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Ja, fortgeschrittene Dunkelheit. Fortgeschrittene Dunkelheit. Was ist denn das hier? Ah, mal hier. Moment, hier ist ein Dude. Was? Guck mal hier. Wo bist denn du? Warum ist hier Nebel direkt in dem Haus drin? Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Guck mal hier. Oh, hier. Guck mal da rein. Oh. Das ist Gott. Was Gott gefunden. Nicht weiser, da reinzugehen. Okay, wir müssen das Rätsel, glaube ich, hinbekommen, sonst geht's einfach nicht weiter. Gehen ja, ich glaube auch. Hier ist schon wieder so ein. Wohl? Hier ist auch Nebel. Ach so. Drin. Du erschreckst dich vor Nebel. Nebel! Nee, weil da. Wow. Weil das ein komisches Geräusch war. Ach so. Wo ist denn der Typ jetzt? Mann, das muss doch. Window. Nein. Doch!
Was? In manchen Teilen der Welt. Fuck off, Cyrus, du piece of shit. In manchen Teilen der Welt. Kauf dir mal ein Hemd in deiner Größe, Was benutzt du in anderen Teilen der Welt? Löcher in der Wand in fucking Syrien? Ja, okay, du hast recht, Cyrus. Okay, ja, es ist, okay, macht fast Sinn, ja. Möglicherweise okay, können wir trotzdem Freunde sein. Ja, genau. Wir sind keine Freunde mehr. Oh, fuck. Kannst du mein Spielzeug finden? Das draußen steht ein Panzer, reicht dir das? Ich hab's vor langer Zeit verloren. Ich bin nicht mehr ich selbst ohne das Ding. Und mein Kompass. Toll, Spielzeug. Vogel hat ihn genannt. Was machst du denn mit dem Kompass? Das ist sein Lieblingsspielzeug, der hübsche Vogel. Ich finde super, dass die Charaktere wie wir sind. Einfach denken, Dude. Die nehmen den übelst ernst, ne? Ja. Der hübsche Vogel? Wirklich, Cyrus. Dude, bist fucking drunk. Ja, dafür Apartment. Im Apartment. In der. With the Horde. Was ist ein Horde? Ein Sammler, so ein Messi. Apartment-Komplex. Find my compass and return. Oh, Gott. Okay, warum helfen? Wir können einfach. Be careful, don't disturb the sleepers. Das kriegen wir hin. The sleepers. Hey, ich hab Erfolg bekommen. You found Cyrus. You found Cyrus. Jetzt haben wir ihn gefunden. So. Ach, das war Cyrus! Ach so! Wow, Plot-Twist. Das? Ach so. Wo bist du denn, Vater? Ja, wo, in welchem Komplex soll man jetzt hier? Wahrscheinlich müssen wir irgendwo hingehen, wo eben noch Fock war. Jetzt können wir da wahrscheinlich reingehen, würde ich schätzen. Fuck this! Fuck off, mate! Gott. Okay. Fuck you, Mom. Fuck you! Wo bist du? Also, vielleicht bist du da hingehen, wo eben. Hörst du das? Ja. Cool. Fuck. Ich glaube, es kommt aus deinem Hintern. Oh, wir können jetzt wirklich hier rein. Ach so. Pass auf, don't disturb the sleepers. Okay, oh, vielleicht sollen wir es nicht. Nee. Was? Oh Gott, nein. Nein. Bitte Hi. Nicht. Bitte nicht, kennst, ey. Kennst du Cyrus? Oh mein Gott, der bewegt sich wirklich. That ass. Fuck off. Ich hasse Puppen. Ich werde ein riesiges Problem mit der Scheiße hier haben. Shit. Ich hab mich wirklich erschrocken. What the fuck? Ich hab wirklich gerade ein bisschen. Okay, ich guck das Ding an, du läufst weiter. Das Ding bewegt sich, sobald wir es nicht angucken, ne? Sofort. Fuck, okay, lauf. Ich hab wirklich gerade ein bisschen. Angst. Könnte man so ausdrücken? Es ist super creepy. Okay, wir müssen den Kompass finden. Okay, ich guck nach unten. Hier ist noch ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Lies mir vor. Oh mein Gott, wo? Wo? Wieso? Oh mein Gott, da kommt die Treppe hoch. Was? Okay, ich guck das Vieh an. Ich guck das Vieh an. Okay, ich lese den Zettel. Warte. Wohin denn? Hier, bei der Treppe. What? Okay, ich lese den Zettel. Ah! Fuck. Alter, halt dein Mund. Supposed to pay. Wie soll ich den Vermieter bezahlen, nachdem er so angepisst ist? Ich kann es nicht machen. Hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ich kann es nicht machen, es geht nicht. Ich kann es einfach nicht machen. Das ist das, was ich verdiene. Ich, meine Engine fixe, da. Ich musste meine Maschine reparieren, irgendeine Maschine reparieren. Ich brauchte das Geld für die Rechnung. Ich bin tief verschuldet. Ich kann das nicht passieren lassen. Niemals wieder. Beeil dich bitte. Come to those disgusting stage. Ich weiß nicht, er quatscht nichts Sinnvolles. Ist egal. Okay. Ich will nicht weggehen, weil sobald ich mich wegbewege, kommt das Vieh hier hoch. Komm, hast du gesehen? Fuck. Ja, ne? Oh mein Gott. Oh, ich hatte mein Licht gar nicht an. Ah, wir können noch ein Stockwerk hoch. Mensch, das ist ja beruhigend. Ich hab Angst. Willst du vielleicht hier bleiben, das Ding angucken? Hier ist noch ein Zettel. Ich weiß nicht, ob wir den lesen sollen, ob wir nicht einfach versuchen, den Kompass zu finden. Ich weiß nicht. Also, ich sehe das Vieh hier. Wenn ich jetzt hier weglaufe, rennt das Vieh sofort. Ja. Her, ne? Okay, fuck it. Komm, go. Ich gucke in die Richtung. Alles gut. Okay. Ich bin oben. Das Gruselige ist, ich höre die Sounds von den. Du! Wuh! Ich glaube, einer muss wirklich mal nach hinten gucken, sonst kommen die sofort. Hier ist ein Zettel, glaube ich. Nee. Ja, lies den mal. Ist das ein Zettel hier? Nee, ich kann den nicht lesen. Ist einfach ein Buch auf dem Boden. Echt nicht? Ach so, eine Zeitung. Da kommt keiner. Okay. Ja, nicht oh mein okay, Gott. Mann. Ich höre ab und zu immer so Schritte. Ich auch hier in den Räumen. Oh fuck, mein Alter. Okay, das kann Spiel nicht ist wirklich spooky. Kann er nicht rein zum Glück, ey. Jesus. Ja, krass. Oh! Oh, wo? Was? Oh mein Gott! Oh! What the fuck? What? What the fuck? Wir sind Einwohner geworden. What? Sind wir tot? Nee, ne? Fuck off. Cyrus, help. Cyrus, du. Was haben wir denn gegen die gemacht? Der ist aber angesprintet. Ich hab keine Ahnung. Das war unglaublich. Ich hab mich übelst erschrocken, ey. Jesus, Alter, die Atmosphäre ist wirklich gut. Wir sind jetzt hier wieder in der Lobby drinne. Wir müssen jetzt nochmal anfangen, oder was? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe gerade nichts. Hier. Bei mir ist einfach nur. Okay, da. Hi. Wir müssten wieder, glaube ich, in dieses Stay Away. Oder wollen wir einfach mal die Leute fragen, ob sie es weitersehen wollen? Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut und gucken mal, ob die Leute mehr von sehen wollen. Ich finde, also der Anfang ist ein bisschen lustig gewesen, aber es ist wirklich spooky geworden.
Ich glaube, das Spiel ist so ein bisschen so, naja, es versucht so eine Story und sowas aufzubauen, aber irgendwie, ich muss sagen, den Grusel bringen sie echt gut rüber. Ja, ich bin gespannt, was hätte den Anfang vielleicht weglassen sollen, der ganze Cyrus-Kram ist so ein bisschen. Ja. Okay. Aber gut, eigentlich netter, als ich das vermutet habe. Ich dachte, das ist ziemlich trashig. Ist tatsächlich das erste Koop-Game, was ich wirklich spooky finde, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Achso, wir spawnen wieder hier! Ah, sehr gut. Okay, sehr das gut, ist cool. Er kriegt gerade Mega-Pluspunkte und direkt ja, meine Motivation definitiv. Weiter aufzunehmen ist 5000% höher. Alles klar. Finde ich cool. Okay, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mehr von sehen wollt. Lasst bitte auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir mehr von machen. Ich finde es natürlich ganz cool. Es könnte nämlich wirklich so ein richtiges Projekt werden und nicht einfach so auf ein Fun-Game. Fall. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Severin YouTube vorbei. Und alles ich hier verlinkt. Genauso. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye. Und ciao.